glaube ich. So, oh, jetzt kämpfen wir wenigstens wieder einen, der einigermaßen gut ist. Ein Sammler, diebische Katze. Boah, das ist schon eher nach meinem Geschmack hier. Wer bist du denn? Ruffy! Oh, die werden langsam stärker. Willst du, dass ich komme? Okay. Sanji! Was ist denn hier los jetzt? Der Perus Pero! Ich mache Rero Rero mit dem Perus Pero. So. Sorry. Mein Spruch jetzt. Boah, die hauen aber ganz schön rein hier. Die wollen es jetzt aber mich. Die wollen mich aber jetzt nerven.
Alter, oh, lass mich doch in Ruhe. Oh, du auch. Jetzt reicht's mir. Ich glaube, wir werden langsam zu schwach. Die halten mir aus. Wuhu! Sorry, Sanji. Oh. Jetzt reicht's mir. Lol, da kommen ja noch mehr. Dieser Move ist nicht so geil. Zorro, hä? Was willst du, Kung Fu Panda? Komm her! Mr. Do! だが任務完了まで気を抜くな。
So, jetzt muss ich wieder warten. Na und? Scheiß drauf. ありがとう。私のどこが必要かしら？ Na endlich! Ace, Brook, ihr seid die Nächsten auf meiner Liste. Oh, Brook. Ich hab Bock, den anderen jetzt hinterher zu laufen. Wenn Ace der Boss hier ist und der gerade da ist, dann ist er eben derjenige, der leiden muss. Das mit den 100 Millionen Berry wird bestimmt noch lang gedauern. Und das mit den 1000 starken Dings wahrscheinlich auch. Der nächste Kampf. Jinbei.
Ich verliere hier langsam die ganzen. Ah ja, dafür brauche ich dann. Gut. Ich habe bald keine Tashigis mehr. Tashigi ist mir ausgegangen. Shit. Nein. Oh, ich habe auch fast kein Geld mehr. Alles klar, Kadoka. Wünsche dir auch eine gute Nacht. Und danke, dass du da warst. Wir haben ja schon 22 Uhr dran. Ich sollte echt. Moment. Ich glaube, in nächster Zeit werde ich auch mehr versuchen, Final Fantasy 8 zu spielen, weil ich das irgendwie eher durchhaben möchte. Vielleicht werde ich Splinter Cell erstmal auch pausieren. Ich habe zwar. Weil Pandora Tomorrow. Habe ich zwar gerade vor kurzem gestartet, aber ich würde wahrscheinlich doch lieber den achten Teil erstmal, weil ich auch Platz auf meiner Festplatte brauche und Platin Day machen will. Und für Platin Day wollte ich wenigstens 20 Trophäen, also 20 Platins, bereit haben. Ich brauche Platz, zumindest bis Cyberpunk da ist. Muss ich. Oder generell bis ein neues
PlayStation-Spiel kommt. Muss ich auf jeden Fall. Muss ich auf jeden Fall den Platidane machen. Wartet. Boah, Corby. So, weiter geht's. Du. Burgess oder Jozo, die sind sich. Daneben, Borges. Aber vielleicht spare ich auch auf eine Festplatte hin. Alter, was kommt denn da? Ja, spielt sich auf jeden Fall sehr interessant. Smoker, hallo, wo willst du hin? Da ist ja wieder dieser Perus-Pero. Kann man den eigentlich auch nicht spielen, oder? Es gibt so viele, wo ich das Gefühl habe, die sind nicht spielbar, weil ich die einfach noch nicht gesehen habe. In den Listen. Aber haben ein Moveset. Warum macht man sowas? Die ganzen Nebencharaktere. Jozo zum Beispiel ist bestimmt auch wieder nicht spielbar oder so. Weil der ein Moveset von keine Ahnung ist. Obwohl, wahrscheinlich doch. Aber es ist so gefühlt halt, weil... Der müsste ja bei Marco gelistet sein. Der ist nicht bei Marco gelistet. Für mich ist jeder Charakter, den man bekämpft, irgendwie eigentlich im Spiel drin. Warum nicht spielbar?
So, Pyrrhus, Pyrrhus ist auf meiner Seite. Ich muss mal eben hier Bartolomeo prügeln. Ihr macht das schon. Was ist denn hier los, Bartolomeo? Hujo! Haki! Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht noch solche Fähigkeiten bekommen, wo sie sich verwandeln können. Fällt mir gerade so ein, dass es ja noch ein paar Fähigkeiten geben muss bei manchen. Habe ich mich ja so drüber aufgeregt eigentlich, dass das... Der... Dass die sich halt nicht verwandeln oder so. Jetzt komm mal her, Sento. Aber die Gegner werden schon stärker. Ich kann mir es bald nicht mehr leisten, irgendjemanden random auszuwählen. Oh, die Bosse kommen. Die Musik ändert sich. Jetzt ist... Garp! Ich würde mir immer noch wünschen, man könnte sich so eine Map selbst erstellen. So Missions-Selbstaufbau-Ding. Vielleicht in Warriors... Pirate Warriors 5? Dass man halt Szenarien nachbauen und finden kann. Ich wünschte mir auch, dass man halt... Ich glaube, es sind manche Charaktere in dem Spiel nicht mehr vorhanden, wie es in den früheren gab. Aber okay, der letzte Teil, der gab's... Na gut, den gab's auch für die PS4, ist es nicht. Aber... Trotzdem hätte man die ja auch noch übernehmen können. Gerade weil es auch für die PS4 gibt. Ich habe zwar für die PS3 gespielt damals, aber es soll ja auch eine PS4
PS4-Version geben. Er geht zum Beispiel auch wieder nicht spielbar oder so. Also. Und ich dachte, die sind alle spielbar. Bams! Das war's! Ja, wow, die Zeit. Aber von denen gibt es trotzdem Crew-Level, deswegen. Aber von denen gibt es keine zweite. Ah. Von denen gibt es keine Karte. So. Haha. Von jedem, den es keine Karte gibt, der hat. Ja. Der ist nicht spielbar.